Ich habe gerade zufällig gelesen. Er heißt der Stammler. Die Formulierung dieses Charakters mögen wohl bedacht sein, doch sein Vortrag lässt leider zu wünschen übrig. Auf gut Deutsch gesagt, er ist ein Trottel. Nee. Nee, er sei ich ein Schlauer, aber er ist halt einfach zu blöd zu reden. Naja, willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Wo wir in der Zwischenzeit Herzog geworden sind. Warum geht das eigentlich wieder runter? Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich jemals in der Lage sein werde, Frömmigkeit aufzubauen. Ah, das ist das Problem. Ich weiß es einfach nicht. Oberlothringen. Saarbrücken. Ich meine, rein theoretisch könnte man den vasalisieren. Der ist eh schon im Krieg. Scheiß drauf, YOLO, Alter. Wir sind nicht hier, um Brötchen zu backen. Wir sind hier, um Pferd auf die Fresse zu geben. Normalerweise ist Oberlothringen, glaube ich, zu stark. Aber jetzt in uns... Ne, was ist denn das jetzt? Wieso hat der auf einmal 1000 Mann? Hä? Ach so, weil das eine Rebellion ist. Vielleicht noch ein bisschen Beute gemacht. 20, sehr schön. Mal rein mit den Talern in meinen Krallen Bottich. Das Problem, die Gebäude mit den Entwicklungswachstumsbeschleunigern, die kommen ja später. Und ja, das Wort Entwicklungswachstumsbeschleuniger, das ist mir gerade spontan in den Sinn gekommen. Aber es klingt lustig. Die sollen mir nur nicht auf den Sack gehen jetzt. Ein junger Vermittler. Heute herrschte Unruhe zwischen den Kindern. Christine wollte vor anderen eine Predigt halten und wurde Ziel einer kleinen... Digga, du willst bei uns eine Predigt halten? Dein Ernst? Dietrich ging dazwischen und konnte den Streit beenden, bevor jemand verletzt wurde. Tapfer, hm? Religiöse Eiferer, das ist leider überhaupt nicht das, was für uns ist. Aber tapfer wäre schon interesting. Aber ruhig ist wahrscheinlich mit Ränkespiel, ne? Ränkespiel, aber wir haben... Machen wir tapfer. Hey, Dicker, der soll den Scheiß lassen. Können wir die Belagerung bitte vorher gewinnen? Das gibt's doch jetzt nicht. Bodig verspätet sich wieder einmal bei einer Ratssitzung. Dieses Mal lasse ich das nicht durchgehen. Als ich vor den Gemächern von Bodig ankomme, bin ich nicht so höflich, vor dem Eintreten erst anzuklopfen. Bodig sitzt am Tisch und schreibt die Wild. Auf mein Räuspern hin schreckt er zusammen. Er stopft sich rasch eine Pergamentrolle in die Tasche und wendet sich mir mit banger Miene zu. Naja, okay. Ich würde sagen, wir durchsuchen das einfach später heimlich. Während ich seine Sachen durchwühle, schlummert Bodig selig wie ein Lämmchen. Das Beruhigungsmittel in seinem Getränk hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Binnen Minuten habe ich das Pergament gefunden, das er vor mir versteckt hat. Sieh an. Wie herrlich verdorben. Laut diesem Erpressungsschreiben fällt es sich so. Bodig praktiziert die Hexerei. Nein! Och, Manu. Ah, okay. Egal. Okay, machen wir es so. So, unser Brücken selber geben wir ab an jemanden aus unserer Dynastie. Gut. So viel gibt es da tatsächlich gar nicht aktuell. Unsere Dynastie ist noch relativ klein. Armeeunterhaltskosten und Aufgebote Verstärkungsrate. Brauchen mehr Kinder. Rein theoretisch. Ah.
20% Erfolgschance. Das wird ja überhaupt nicht funktionieren. Ihr seid immer für mich da und ich hoffe, dass ihr wisst, wie dankbar ich dafür bin. Mein Sohn, Graf Dietrich, tritt an mich mit einer seltenen Besinnlichkeit heran. Ist ja ekelhaft. Da kann ich ja nichts machen. Toll, meine Trades meine Trades widersprechen sich auch noch gegenseitig, egal was ich mache, ne? Naja. Was ich jetzt aber mal machen, ich weiß, wir haben kein Geld, aber wir müssten mal eigentlich irgendwas machen, damit wir Anspannung verlieren. Ein Bündnis mit unserem Sohn. mal gucken. Der kaufe ich bestimmt nichts. Eine Rose als Erinnerung an unser erstes Treffen bekommt die Alte. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal etwas derart Wunderbares bekommen habe. Bist schon echt dumm. Aber sie wird wahrscheinlich trotzdem sich nicht von uns verführen lassen, habe ich die ungute Befürchtung. Hildegard. Hildegard macht Ränkespiel? Wer hat denn das fokussiert? Hey, das passt doch sogar. Die soll das mal machen, Alter. Wer hat denn irgendwas anderes behauptet? So 11. Volksbein und minus 40. Warum denn? Etwas Frommes aus den Heiligen Schriften. Ja, ich weiß nicht, ob sie was Frommes will. Sie ist ja eher so gefühllos. Ja, etwas Unterhaltsames. Das sollte funktionieren, hoffe ich. Ja, okay, es hat nicht funktioniert. Super. Toll. Wie kann man denn etwas Unterhaltsames nicht mögen? Ich verstehe es nicht. So, jedenfalls sind die angepisst, weil sie schlecht verwaltet werden. Das ist scheiße, Mann. Bin zurückgewiesen worden. Blöde Kuh, am besten direkt umbringen. Ihr könnt Herzogin Rasis eine Weile nicht romantisch wie näher kommen. Also jetzt mal fürs Protokoll. Rein theoretisch... Ach egal, ich sag's jetzt nicht. Ich sag's jetzt nicht, was ich gerade denke. Da oben ist eine aktive... Eine Jagd. Eine Jagd. Anspannungsverlust. Komm aber nicht rechtzeitig hin. Ist auch scheiße sowas. Bin halt einfach zu nutzlos für solche Sachen. Quietsch, quietsch. Hast noch kein Kind. Zwei Schwestern. Das Problem ist, wir können unsere Geschwister halt leider nicht Gebiete übergeben, glaube ich. Ich glaube ja, dass sie das nicht so gut vertragen haben, unseren Krieg. 1000. Ja, toll, jetzt kann ich keinen einzigen Krieg führen, weil ich für alle anderen zu schwach bin. Volle Vorratskammern. Mit einem mächtigen Rülpsen schiebe ich den Rest meines Tellers von mir, bevor ich mich im Stuhl zurücklehne. In letzter Zeit geht meine Küche schier über vor goldenem Korn und frischem Wild und meine Höflinge gewinnen nach und nach den gesunden Glanz der Überfütterten. Ich verziere das Gesicht. Obgleich diese Opulenz grandios ist, kann sie doch nicht ewig währen. Ich muss mich entscheiden, wie mit all dem überschüssigen Essen zu verfahren ist. Wir nehmen Entwicklungszuwachs. Tatsächlich. Bei meinem Nachmittagsspaziergang... Das fängt alles aus Wards und Wands, ne? Bei meinem Nachmittagsspaziergang durch die Straßen von Sundgau kommt mir meine Tochter entgegen. Vater! Sie fing gerade an, aufeinander einzuschlagen. Also, ich hätte das in ihrer Stimme weiter vorlesen müssen. Na gut. Sie wird von einem schrillen Schrei unterbrochen, der unsere Aufmerksamkeit auf den Kampf die Straße hinunterlenkt. Die Kämpfer scheinen ein paar Pagen meines Hofes zu sein und... Sie umkreisen einander, um sich auf weitere Schläge vorzubereiten. Sie soll mal selber schlichten. Okay, gab keine weiteren Events dazu. Okay, das ist unser Herzogtum. Das ist unser Rat, das sind unsere Vasallen. Der mag uns nicht. Das heißt, wir beeinflussen diesen kleinen Wicht. Ich finde die Übersicht cool, muss ich echt sagen. So.
Meine Mutter, Alter. Aber das ist gut, mal einen fähigen Typen zu haben, das ist echt befriedigend. Wie schaut's mit dem Wachstum jetzt aus? Ah ja, 2,5, Digga. Das ist ja übelst der Bonus. Wahlratsmitglied ist verstorben. Müssen halt auch rein theoretisch. Oh, könnt ihr tauschen? Oh, geil. Alter. Oh, da kriege ich ja einen harten. 3,6 monatliches Wachstum. So, Lüstern ist jetzt nicht das, was wir unbedingt wollen. Gierig wäre schon eher was. Gesellig eher nicht so. Wobei. Verbessert die Komplottstärke. Aber wie gesagt, ich glaube eigentlich gierig wäre eher noch meins. Oder halt Lüstern behalten. Lassen mal Lüstern, das passt eher noch von all den Werten. Ihr erhaltet eine Erinnerung an Graf Peter Artefakt. Graf Peter, mein Vormund und der Hof von Sundgau erkannten mich endlich als erwachsen an. Also das war dieser Augenblick, der für mich besonders war. Ja, wie gesagt, wir haben nur Müll, aber man nimmt halt auch einfach Müll an, wenn es sein muss, wenn ihr versteht, was ich meine. Da haben wir halt auch nicht immer viele Möglichkeiten. So, absolute Kontrolle. Ich weiß nicht mehr genau, was absolute Kontrolle gebracht hat. Ich glaube, nochmal 20% mehr Einnahmen und mehr Soldaten, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Der hat jetzt noch mehr Verbündete. Kann ich ihn nicht einfach ermorden? Nee, das wäre eher was für meinen Vater gewesen. Der aber unglücklicherweise ins Gras gebissen hat. Wie so ein Grashüpfer. Wie teuer ist denn so ein dummes Festmahl? Meine Mutter ließ den Priester vorführen mal wieder. Meine Mutter so nach Motto, der Bengel hat einfach gerade positive Frömmigkeit. Das muss ich sofort unterbinden und muss ihn schlecht machen. Egal. Let's go. Huren wir ein bisschen rum. Ah, direkt schief gegangen. Na toll. Hervorragend. Wir haben ein Liebesbläschen erhalten. Welch netter Ausdruck. Uns geht's aber trotzdem noch gut. Das ist das Wichtigste. Und der möchte mich direkt einladen. Da gehe ich dann direkt mal hin. Wir haben Wälder. Da will ich jetzt einfach mal kurz euch austauschen. Mit einem Waldpirscher. Und dann sollte das eigentlich... Ah, okay, Berg braucht man auch. Na dann. Machen wir uns mal auf den Weg und hoffen aufs Beste. Auf unserem Weg durch Bar und latschen wir über den einheimischen Markt, aber wir werden das Ganze nicht essen. Wir wissen genau, dass dieses Zeug, was man uns hier andreht, nicht gut für uns wäre. Mal gucken, was die Erfolgschance sagt. 43,8%. Gehen wir gleich mal raus. Mein Vogel ist völlig aus meinem Blickfeld verschwunden und als ich mich in der Landschaft umschaue, sehe ich nichts. Doch dann höre ich, wie er nach mir schreit und ich finde ihn mit bluttriefenden Krallen auf dem Boden sitzend, obwohl kein anderes Tier in der Nähe ist. Er hat offensichtlich vor kurzem mit etwas gekämpft, was zu groß war, um es allein zu erlegen und es muss in der Nähe sein. Aha, guter Vogel. Der Jagdmeister weiß, die Gruppe an Leise zu sein. Wir haben unser Ziel erreicht. Nicht weit entfernt sieht ein Schwarm grauer Reiher über den Himmel. Ihr fernes Lärmen kündet vom Beginn unserer Jagd. Beginnen wir. Ich beobachte aufgeregt, wie mein Vogel sein Ziel anvisiert und sich hoch in die Lüfte erhebt. Ich klettere in Position, um die Reiher zu verfolgen und mein Vogel macht alles richtig. Die in Panik geratene Beute schlägt Alarm und verstreut sich, doch es ist zu spät. Immer wieder stößt mein Habeck auf ein Beutetier herab. Doch stets verfehlt er sein Ziel oder fügt ihm nur eine kleine Wunde zu. Nach stundenlangem Versuchen ist die Beute so gut wie verschwunden. Der Vogel erschöpft und das Licht wird immer schwächer. Echt jetzt? Ich dachte, es wären nur ein paar Pusteln. Auch wenn es mich ekelte und ich mein Pech verfluchte, hätte ich nie gedacht, dass es noch schlimmer werden würde.
Es breitet sich ein roter Ausschlag über meinen Leib aus. Ich weiß, was als nächstes kommt. Bläschen, Fieber, alle Arten von Schmerzen und Verkümmerungen. Und am Ende, wenn ich denn so lange lebe, verliere ich den Verstand. Oh nee. Für Vorsicht ist es viel zu spät. Und es gab eine katastrophale Fehlbehandlung. Oh Gott. Oh. Naja. Was soll schon schief gehen, außer dass wir verrecken? Die Jagd ist abgeschlossen. Und wir haben einen neuen Sohn. Weiß jetzt nicht, wie ich das finden soll. Oh nö, jetzt ist mein Ratskanzler von uns gegangen. Naja, soll sie den Amtsplatz übernehmen? Das Problem ist, er ist ja 14. Rein theoretisch. Oh, er ist grausam. Achso, ne, er heißt grausam. Ich müsste ihn dann rein theoretisch enterben. Warum ist denn das so teuer? Weiß auch keiner wahrscheinlich. Hm. Die Ritterlichkeit lebt. Während wir durch was auch immer reisen, treffen wir auf einige französische Ritter, die übermäßig respektvoll und offenbar große Liebhaber der Poesie sind. Denn sie bestehen darauf, sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu rezitieren. Der Verhaltenskodex, dem sie folgen, vertritt mehrere ritterliche Werte und ich kann nicht anders, als ihn zu bewundern. Einer der Ritter, Adrien, ist besonders beeindruckend. Die Ritterlichkeitstradition. Die erfolgreiche Ausführung von Liebesdingen-Komplotten gibt bekannt. Okay, das klingt gut. Das klingt gut, wir nehmen das direkt mit. So, sagt mir die Zukunft voraus. Hm. Kein Interesse. So, wir sind wieder zu Hause. Uns geht's schlecht, ja. Ist nur eine Frage der Zeit, bis wir sterben. Ja, und da sind wir auch schon tot. Ah. An Louis gestorben. Okay, du übernimmst den Posten. Okay, warum geht Google jetzt an? Danke für nix. Okay, wir haben ja immerhin die besten Provinzen behalten. Aber wir haben leider Colmar verloren. Titel aberkennen kann ich nicht. Wäre echt eine Schande, wenn er irgendwann mal sterben würde. Ach, das ist jetzt eine Katastrophe, ey. Also aktuell muss ich wirklich sagen, es gibt schon sehr viele Events, wo jemand von uns stirbt. Warum nimmt er denn nicht an? Euer Glaube unterscheidet sich von seinem. Das ist mein Onkel, ja? Ach so, stimmt. Ja, ja, klar. Aber er nimmt nicht an. Ein Bündnis mit meinem Brüderchen. Aber gerne doch. Damit bestimmt keiner was Bösartiges vermuten. Okay, Bündnis macht, ja, ich weiß nicht so richtig. Hallo alle? Alle, dankeschön. So, dann Languedoc, oder wie das Ding heißt. Passau. Trades wären natürlich auch nicht ohne, aber wir sind einfach jetzt aktuell nicht in der Position, dass ich sagen würde, ich hätte gerne Trades. Sie sollte aber schon ein bisschen älter sein, aber gibt es auch nicht so wirklich. Toll, man kann es sich einfach nicht aussuchen, ne? Hm. Dann soll es sie sein. Für den Anfang. So, was hast du eigentlich für einen Schwerpunkt Ränkespiel? Das passt. Ich hoffe, dass er einen guten Abschlusstrade bekommt. Wie alt bist du denn eigentlich, Junge? 15. Er hatte deinen feingelassenen Anspruch auf. Ah, nee. Der hat einen Anspruch auf mich erhalten. Was ist denn das für ein Scheiß? Idiot. Ja, ich würde meinen Bruder echt nur ungern umbringen.
Wäre halt echt schade um ihn. Wenn er sterben würde. Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde, es gibt so Sachen, die müssen halt einfach nicht sein. So, hier erkundet das Gelände selber. Machen wir mal. Jawohl, oh, sehr schön, sehr schön. Naja, mehr Zeit. Vor allem, ich kann ja meine Werte noch ein bisschen erhöhen, wenn wirklich. Nicht vom Bischof gebilligt, ja, Trottel. Keine Arme eingestellt. Oberlothringen Geisel. Dass ich Titel erben werde. Was? Ich bin nur auf Platz 2? Moment. Hä, das bin doch ich. Warum bin ich da Platz 2? Zweiter in der Erbfolge. Was für Zweiter in der Erbfolge? Da müsste ich doch Erster sein. Ach so. Da Hä? Ach, darum geht's gar nicht. Es geht um den Titel. Ja, ja, so schnell geht das. Haben wir mal da ein Kind hingeschickt. So, mal kurz gucken. Halbschwester. So, achso, nee, warte mal, das ist ja eh eine ganz andere Geschichte gewesen. Wobei, das war auch eine Matrilin. Nee, das war schon richtig so durchgesetzt. Matrilin, ja. Und dann kannst du halt hier auch wieder gucken, rein theoretisch. Ich meine, umso kleiner wir sind. Sortieren nach Bündnis Macht, rein theoretisch. Der ist mir aber zu alt. Nürnberg. Hm. Wie alt ist sie? 10. Also sollte rein theoretisch auch so 12, 13, sowas hier zum Beispiel. Alpsi und Brixen, das gefällt mir an sich zum Beispiel schon mal. Okay. Und sie. Sie wird tatsächlich eine reine Bündnishochzeit. Auch wenn es nur 700. Ah, wobei, nee, komm. Nee, komm. Ja, bist du 7. Ist ein kleines Bündnis, aber ist ein Bündnis. Wir müssen uns halt mühsam ernähren, wie man immer so schön sagt. So. Undurchschaubarer Intrigenspinner, Stufe 6. Das ist schon mal passiv akzeptabel. Okay. Fähigste von allen ist er jetzt auch nicht unbedingt. Aber was willst du machen? Wir für unseren Teil gehen natürlich ganz brav auf Ränkespiel. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, wir gehen vielleicht sogar erstmal auf Verführer. Wir brauchen Kinder, wir brauchen Nachwuchs, wir brauchen Lebewesen, die unsere Reihen füllen. An der Bude eines Kaufmanns begrüßt mich eine bunte Vielfalt giftiger Kleintiere. Und die Inspiration ergreift mich. Wäre Ende dieser herrlichen Kreatur nicht das perfekte Geschenk für Graf Johann? Ich brauche es zu Studienzwecken. Ja, warum nicht? Jetzt 40%. Wäre ich ein bisschen klüger gewesen, hätte ich dafür gesorgt, hätte ich einfach Ränkespiel plus 3 gemacht. Ich dummer Trottel. Das Problem ist, dass meine Mutter halt auch ein inkompetentes Stück Scheiße ist, ne? Beziehung verbessern? Nee, ja. Komplotte unterstützen. 43%. Ich müsste halt trotz allem einen einladen, auf alle Fälle, um das ein bisschen zu beschleunigen. Aber die sind alle so teuer. Haben wir ihn. 71,95. Er muss ja nur kurz abnippen. Okay. Darf ich an der Stelle sagen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich finde ihn übrigens sehr hübsch. Er sieht sehr edel aus. Das gefällt mir. Trotz allem, ich bin raus für heute. Euch allen danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.